Die A40 ist die meistbefahrenste Strecke zwischen dem Ruhrgebiet und den Benelux-Staaten. Bis zu 10.000 Lkw sind hier täglich unterwegs, doch nicht alle Laster sind technisch einwandfrei. Ja, und dann fahren auch noch viele Brummis viel zu schnell. Um schwere Unfälle mit Toten und Verletzten zu vermeiden, lotsen die Polizisten immer wieder Lkw zur Kontrolle auf die Rastplätze. Warum fahren Sie auf Socken? No problems? Ja. No driving without shoes in Germany. Never. Thomas Kühl gehört zum Team der Autobahnpolizei Düsseldorf. Der Hauptkommissar weiß, festes Schuhwerk gehört zum Handwerkszeug eines Lastwagenfahrers. Der Mann am Steuer des belgischen Transporters aber mag's gemütlich, auch weil er mit 24.000 Kilogramm Schlachtabfällen einer Großmetzgerei in Ostwestfalen auf dem Weg zu einem Kunden in Belgien ist. Ohne Schuhe aber geht es keinen Meter weiter. 27 Grad und drüben? Da gehe ich jetzt noch mal gucken. Der Fahrer in Litauen zu Hause hat noch ein anderes Problem, nachdem Thomas Kühle und sein Kollege Christian Freidel gezielte Blicke auf Reifen und Bremsen geworfen haben. Ja, wir haben das Problem, dass die Bremsscheibe vorne rechts 27 Grad warm ist und die Bremsscheibe vorne links 64 Grad. Das heißt, die beiden Bremsen bremsen extrem unterschiedlich. Das führt dazu, dass das Fahrzeug beim Bremsen nach links wegzieht. Dazu kommt, einer der Reifen des Sechsachsers ist museumsreif, zum Entsetzen der Beamten. 16. Woche 87. Wow. Was? Wir haben einen fast 30 Jahre alten Reifen hier drauf. Ja, was erklärt, Das wird die Lauffläche erklären. Ja. Wow. Weil er 3 Tonnen zu viel geladen hat, zahlen der Trucker und der Spediteur rund 1.000 Euro Bußgeld und Sicherheitsleistung. Für den Fahrer mit den Schlachtabfällen gibt es Polizeischutz zur nächsten Werkstatt. Denn erst wenn Bremsen und Reifen repariert sind, darf er weiterfahren. Wenn so ein Reifen platzt, dann bewegen sich da ungefähr 100 Kilo Gummi und Stahl völlig unkontrolliert durch den Raum. Und wenn ein Motorradfahrer daneben ist, kann sich jeder selber ausrechnen, was dabei passiert. Mögliche Unfallverursacher frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen, ist das Ziel der Polizei. Deshalb hat der Chef der Großkontrolle Späher in Zivil und in Streifenwagen an der Autobahn 40 postiert. Die routinierten Beamten haben einen Blick für ihre Kunden. Die Fahrer sind oft übermüdet, stehen immer unter Zeitdruck und haben dauernd Stress. Konzentrationsmängel sind die Folge. So werden Mensch und Maschine zur rollenden und manchmal auch tödlichen Gefahr für alle anderen auf der Straße. Also wir werfen ein besonderes Auge auf die Schwerlastfahrzeuge, die mit mehr als 5 Achsen unterwegs sind, weil die in schweren Verkehrsunfällen oftmals verwickelt sind. Und genau diese Verkehrsunfälle wollen wir verhindern. Wir wollen verhindern, dass wir Tote und Verletzte auf den Straßen haben. Und wir wollen so unsere Straßen ganz einfach sicherer machen. Dieses Gespann stammt aus Polen. Die Fahrerin ist mit ihrer Ladung von Berlin nach Antwerpen unterwegs. Der Transporter auf dem Anhänger geht per Schiff nach Portugal. Das Kennzeichen, das nach Urlaub klingt, hat Rieke Hölscher und Marlin Kösters aufmerksam gemacht. Nach einer ersten Überprüfung in deutschen Polizeicomputern ist das Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. Die jungen Beamtinnen suchen Rat bei Hauptkommissar Freidel, denn die Damen haben einen Verdacht. In Schengen ausgeschrieben. Genau, das haben wir überprüft. Und das im Schengener System, allerdings schon 2012. Und der Fahrzeugschein ist vorne von 29.04.2014. Ist da wieder ausgestellt. Sie sagte jetzt, das hatte der Kollege besprochen, dass 2012 die Kennzeichen geklaut wurden. 2013 sind die wohl wiedergefunden worden. Dementsprechend hat sie die Kennzeichen von der Firma halt auch wieder bekommen. Und 2014 jetzt wieder ausgegeben worden. So sagt sie. Könnte stimmen. Also der macht erstmal einen authentischen Eindruck, der Fahrzeugschein. Ja, auch mit dem Datum. Genau. Mit den Stempeln. Hier vorne ist auch nochmal ein Stempel drin. Das scheint aber schon dann hätten die ja damals gelöscht werden. Genau, und die müssen. Löschung ist vielleicht nicht beantragt worden oder wie auch immer, dass die einfach nur noch im System sind, aber eigentlich schon wieder aus. Ist aber kein Problem. Es gibt ein deutsch-polnisches Zentrum von der Polizei. Das kann ich kontaktieren und die können dann sehr schnell sagen, was damit ist. Okay, dann brauche ich mal alle Unterlagen von euch. Die Überprüfung des Nummernschildes beim deutsch-polnischen Polizeibüro aber kann dauern. Szenenwechsel. Die Tarnung ist perfekt.
Versteckt in einem Gebüsch hoch über der Autobahn 40 steht der Einsatzwagen. Am Geländer und nur Zentimeter von der Fahrbahn entfernt sind Spezialkameras aufgestellt. Per Fotobeweis dokumentieren der Einsatzleiter der Großkontrolle und Oberkommissarin Anke van Holt Tempo- und Abstandverstöße auf der Fahrbahn, um die Verkehrssünder später per Anzeige und Bußgeld zur Rechenschaft zu ziehen. Mit Denkzetteln für Raser und Drängler schwere Unfälle zu vermeiden, das ist eines der Ziele dieser Kontrollstelle Fahrtrichtung Niederlande. Wenn man bedenkt, wie schwer die Fahrzeuge sind, welches Gewicht die mit sich bringen, habe ich eine ganze Menge Angst. Und wenn ich dann bedenke, dass teilweise die Abstände nicht eingehalten werden, dann gibt es ganz schwere Unfälle am Stauende. Und wir wollen, dass der Verkehrsteilnehmer weiß, die Polizei ist vor Ort. Und dadurch wollen wir schwere Verkehrsunfälle verhindern und die Autobahn letztendlich sicherer machen. Wir wollen kein Ärgern hier auf der Autobahn. Wir wollen einfach nur Menschenleben retten. Zurück zu dem polnischen Gespann mit dem Kennzeichen, das nach Urlaub klingt. Christian Freidel hat eine gute Nachricht für die Fahrerin, die dringend zum Hafen im belgischen Antwerpen muss. Wo Menschen arbeiten, passieren manchmal Fehler. Der deutsche Datenbestand war jetzt fehlerhaft, aber der polnische, der war bereinigt. Und von daher konnten wir sehr schnell jetzt feststellen, dass alles in Ordnung ist. Und wir sind natürlich dankbar über diesen Kontakt. Sondereinsatz bei der Großkontrolle auch für Hummel 7. Ausgerüstet mit Kameras kontrolliert die Besatzung des Hubschraubers den Verkehr auf der Autobahn 40 aus rund 500 Metern Höhe. Im Fadenkreuz von Carsten Krämer ein LKW, dessen Fahrer im Autobahnkreuz Moers gegen den vorgeschriebenen Abstand verstößt und ordentlich aufs Gaspedal tritt, um zu überholen. Elefantenrennen Richtung Niederlande. Aus der Kanzel alarmiert ein Funkspruch die Kollegen am Boden. Ein Motorradfahrer lotst den Tracker zur Kontrollstelle. Ab jetzt ist der Fahrer ein Fall für die Spezialisten auf dem Rastplatz. Und für die ist ganz schnell klar, 15 Tonnen Möbel und Regalbretter rutschen unkontrollierbar bei jedem Lenk- und Bremsmanöver. Das hier ist hochgefährlich. Der Aufbau kann nicht sichern, weil wir keinen Formschluss haben. Wir haben keine Anti-Rutschmatten und von daher hat er ein Problem. Wenn so ein Unfall passiert, dann fährt in der Regel nicht nur ein Wagen rein, sondern fährt eine ganze Kolonne halt rein. Und dann kommt noch hinzu, dass ein LKW noch da reinfährt und das kann also natürlich dramatische Folgen haben. Um ein Unglück zu vermeiden, muss der Fahrer die gesamte Ladung neu sichern. Dazu braucht er einen Hubwagen, den er nicht hat. Und weil die Hauptkommissare sich schon lange nicht mehr auf Versprechen verlassen, wird unter Polizeiaufsicht in einer nahen Spedition umgeladen. Wenn wir sagen, mach und ihm keine Hilfeleistung geben, dann wartet der, bis wir vom Hof gefahren sind und 10 Minuten später ist er Richtung Holland unterwegs. Und bei nächster Gelegenheit passiert genau das, was der Christian eben gesagt hat. Der muss ausweichen, macht eine Vollbremsung und wir dürfen dann anschließend den Unfall aufnehmen. Rund 600 Euro verdient der polnische Fahrer. Seinen Monatslohn ist er los. Fürs Umladen in der Spedition und das Bußgeld. Doch für die Beamten der Autobahnpolizei Düsseldorf gilt vor allem eines. Sichere Laster vermeiden Unfälle mit Toten und Verletzten in ihrem Revier auf der Autobahn 40.